Stelle würde ich gerne mal einhaken. Wir sind uns sicherlich alle einig, dass wir dringend mehr Aufklärung brauchen in Bezug auf das Geldsystem. Und ich würde hier auf dem Podium jetzt gerne erstmal rausarbeiten, wo ist ein gemeinsamer Nenner da und wo sind aber Unterschiede in den Positionen. Und da du jetzt das Thema Bargeld aufgegriffen hast, würde ich als nächstes Norbert Hering gerne fragen, wo soll die Reise Ihrer Meinung nach denn hingehen? Und zwar vor allem auch mit Blick auf diese Differenz in Bezug auf die Rolle der Zentralbanken beziehungsweise die Unabhängigkeit der Zentralbanken. Ja, also was die Monetative da möchte, lasse ich mir ja gerne belehren. Ich will da auch nichts behaupten, was nicht stimmt. Was mir vorschweben würde, wäre auf jeden Fall eine enge Bindung der Zentralbank an das Parlament. Nur noch mal in die Historie, die Reichsbank war auch extrem unabhängig und das hat in die extreme Katastrophe geführt. Ne? Der Hjalmar Schacht hat alle knapp gehalten, bis dann Hitler kam und er gesagt hat, ja, der überzeugt mich, dem drucke ich das Geld. Ne? Und dadurch hatte, unter anderem dadurch, hatte Hitler dann die Möglichkeit, seine Autobahnen zu bauen und alles. Ne? Was immerhin heißt, wenigstens hat er Autobahnen gebaut und die Leute von der Straße geholt. Das war genau deswegen, weil Schacht ihm das Geld gedruckt hat und den anderen hat er es halt nicht gedruckt. Also die Reichsbank konnte da praktisch entscheiden, nee, diese ganzen Politiker, obwohl er nicht mal mehr Reichsbankpräsident war zu der Zeit, ne, aber er war halt die graue Eminenz im Hintergrund da. Und bei der EZB ist ja auch eine Katastrophe, was die macht und dieser Machtmissbrauch, ne, die Illusion, dass man da ein bisschen am Zinssatz dreht und die Inflation ein bisschen rauf und runter macht, und das ist alles ganz technisch und dafür sind sie unabhängig und das ist in Ordnung, weil das ist ein ganz klarer eindimensionaler Auftrag, das ist ja auch in Ordnung, ne? Dafür kann man ja auch wirklich Technokraten hinstellen und sagen, okay, da reden wir euch nicht rein, ihr versteht das, ne? Aber die Illusion ist ja jetzt zerstoben, die machen die Regierungspolitik in halb Europa mit und was sie da seit Quantitative Easing und so machen, das ist auch deutlich mehr als eindimensional jetzt. Und das hat vorher schon nicht gestimmt, aber da war es halt nicht so klar. Ne? Und von daher kann man das der Zentralbank nicht überlassen, solche Dinge zu entscheiden, wie sie das handhaben will. Es gibt auch die Grundrechtfertigung, die passt ja auch nicht zu sagen, da gibt es dann Populismus und die Zentralbank inflationiert heimlich, beziehungsweise die Zentralbank im Auftrag der Regierung, weil die Politiker das halt wollen, weil man den Schaden erst nachher sieht. Da ist ja ganz klar die weniger übergriffige Maßnahme gegenüber der Demokratie zu sagen, wir schaffen Transparenz. Und das wird eben deutlich, wie viel Geld die in Umlauf bringen und sowas. Ne? Und auch im Auftrag der Regierung. Und wenn die Wähler das nicht wollen, weil sie dann doch gelernt haben, dass das irgendwann zu Inflation führt oder zu sonst was, dann können die das ja durchaus bei der Wahl sanktionieren. Also das muss ja nicht heimlich sein. Insofern hat das Argument nie gestimmt, das da gebracht wurde. Das diente ja nur dazu, die Zentralbanken unabhängig von der Regierung zu machen, damit sie dann relativ frei ihr Hauptgeschäft tun können, nämlich die Servicefirma und die Interessenwahrerin der Banken zu sein. Insofern sind sie dadurch halt abhängiger von den Banken geworden. Deswegen ganz klar an der engen Leine der Politik, sodass mindestens innerhalb des normalen Wahlzyklus klar ist, dass darüber abgestimmt werden kann und wenn die Wähler das nicht wollen, dass dann auch über die Zentralbankpolitik abgestimmt werden kann, insofern die Regierung verantwortlich sein muss und die auch geändert werden kann. Die wenigsten Menschen in Deutschland wissen, dass wir ein Geldsystem haben, was überhaupt nicht demokratisch kontrolliert ist. Und ich würde gerne von Josef Huber wissen, wie soll das in der Monetative sein? Inwiefern kann es da ganz praktisch eine demokratische Kontrolle geben oder wie soll das organisiert werden? Ja, also ich glaube, dass wir
im Verein Monetative und darüber hinaus weltweit im Bereich der Vollgeldreformbewegung diesbezüglich schon etwas unterschiedliche Meinungen haben. Die Amerikaner, die haben sowieso nicht so viele, also wie soll ich sagen, wir hier in Europa, speziell jetzt hier die deutsche Monetative, also der Verein, die Vollgeldbewegung im deutschsprachigen Raum, wir haben gewisse ordoliberale Ideen inkorporiert. Also ist nicht jeder ein Ordoliberaler bei uns, nicht jeder so wie ich, aber zumindest der Gedanke, dass monetäre Aufgaben, also Fragen der Geldschöpfung und der Kontrolle der Geldmenge, die Versorgung der Wirtschaft mit Geld, ja, nicht Kredit, mit Geld auf der einen Seite, nicht, und die Verantwortung für den Haushalt und die Steuerfinanzierung des Haushaltes, das sollen getrennte Dinge sein. Und man soll nicht von vorne da ein Kuddelmuddel erzeugen und praktisch denken, so wie Trump jetzt gesagt hat im Wahlkampf, ja, wo wollen Sie das Geld hernehmen? Und dann hat er gesagt, also wenn du an der Macht hast, wenn du an der Macht bist, you print it. Ja, so. Die Amerikaner, das kommt aus ihrer Geschichte. Also das möchte ich vorausschicken, es gibt da nicht so eine einhellige Meinung. Ich muss im Übrigen, je länger die verschleppte Insolvenz im Bankensektor und im Bereich vieler Staatshaushalte in Europa, je weiter diese Verschleppung voranschreitet, je verzweifelter und desaströser die Politik der Europäischen Zentralbank wird. Wir ja in der Tat in eine Bredouille gekommen sind, weil wir wollen eine unabhängige Zentralbank, auch eine politisch neutrale Zentralbank nach dem Vorbild der Gerichte. Kann natürlich darüber streiten, wie unabhängig sind die, aber immerhin, es funktioniert seit ein paar Jahrhunderten. Und nun habt ihr hier eine super unabhängige Zentralbank, die macht so ein fürchterliches Zeug, ruiniert den Euro mehr als vorher die Gefahr bestand und ruiniert womöglich die ganze Europäische Union damit. Nicht? Also das ist schon ein Problem, und die Antwort, die wir darauf geben können, das ist schwierig, auch mal vom Soziologischen her gesehen. Es zeigt sich gerade in dieser Krise, am Vorgehen der EZB, im Übrigen auch bei der Schweizer Vollgeldinitiative, das Zusammenspiel der Banken und der Nationalbank in der Schweiz, das ist ein Milieu. Die denken alle dasselbe. Ich kann die nicht umerziehen übers Jahr, nicht? Also das muss man als Problem ernst nehmen. Andererseits muss ich sagen, das freihändige Erfinden neuer Institutionen, das ist auch irgendwie eine Illusion, denn welche Leute schickst du in die Institutionen? Du musst ja Fachleute haben. Ich kann ja nicht irgendwie Parlamentskomitee zusammenstellen und sagen, jetzt macht ihr mal Geldpolitik. Das haut nicht hin. Also ich brauche Fachleute, um kompetente Geldpolitik zu betreiben. Deswegen ist mein persönliches Demokratieideal im Falle, was das Geld angeht, wie auch im Falle des Gerichtswesens. Es ist nicht die partizipative Demokratie, sondern es ist die freiheitliche Demokratie im Sinne von Montesquieu und Locke. Es ist die Idee des freiheitlichen Rechtsstaates. Ja? Es geht darum, dass der Staat einen Ordnungsrahmen setzt, dass der Ordnungsrahmen aufrechterhalten wird und dass im Rahmen dessen die individuellen Einheiten ihr Ding machen und dass nicht dauernd darüber abgestimmt wird. Nicht? So. Und die Zentralbank muss eben, die muss dafür sorgen, dass es ordentlich viel Geld gibt. Genug Geld, aber nicht zu viel Geld, auch nicht zu wenig Geld. Nicht? Aber ob ich das einem parlamentarischen Gremium einstellen möchte, das weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, ich meine, die Engländer haben ja so ein System entwickelt in den zurückliegenden 20 Jahren, dass sie der Zentralbank große, also man nennt das diskretionäre Geldpolitik, überlassen, ist nicht regelgebunden, die Zentralbank ist frei in ihren Entscheidungen, aber in gewissen regelmäßigen Abständen wird zusammen mit der Regierung die geldpolitische Strategie für die nächsten Jahre verhandelt. Und es wird praktisch dann mittelfristiger Vertrag ausgehandelt. Das wäre für mich auch noch vorstellbar in der Richtung. Aber grundsätzlich im Hinblick auf unser Reformkonzept denke ich, es muss klar sein, wenn wir eine Monetative fordern, es ist nicht die EZB, die wir jetzt haben.
Eine Monetative braucht einen sehr viel genauer definierten Auftrag, gesetzlichen Auftrag. Der muss sehr viel genauer definiert sein. Und es muss klar sein, dass die EZB auch nicht unbedingt da ist, Banken zu retten. Muss auch nicht mal unbedingt sein, wenn wir Vollgeld hätten. Das muss ja nur sein, wenn wir Giralgeld haben. Ne? So. Aber, gut, das ist eine wichtige Klarstellung und über die Schweiz reden wir auch gleich noch weiter. Ich würde gerne erst noch mal Herrn Stiefmüller fragen, auch in Bezug auf die Position, die Finance Watch vertritt. Ist Finance Watch und sind Sie eigentlich der Meinung, dass dieses Geldsystem, was wir haben, dass das dauerhaft und nachhaltig funktionieren könnte, wenn es jetzt die entsprechende Regulation und Ordnungspolitik geben würde? Gut, dazu möchte ich noch einmal auf unseren Ansatzpunkt zurückkommen. Unser Hauptanliegen ist es jetzt mal an und für sich abgesehen von geldpolitischen Grundsatzentscheidungen sicherzustellen, dass das Bankensystem so wie wir es vorfinden, wie es agiert, im Interesse der Realwirtschaft handelt. Das bedeutet erstens, dass das Bankensystem eben stabil ist, dass die Finanzstabilität sichergestellt wird, dass ein ordnungspolitischer Rahmen dafür geschaffen wird, dass das Bankensystem eben nicht im Notfall von der Allgemeinheit, vom Staat aufgefangen werden muss, ja, dass es dafür den entsprechenden regulativen Rahmen gibt. Und in diesem Rahmen ist uns selbstverständlich das Thema der Giralgeldschöpfung in der Form von Kreditüberhang, von Kreditblasen, von exzessiver Schaffung von Kredit und damit eben über das Giralgeldsystem natürlich auch die Schaffung von Geld. Das ist uns natürlich als Problem liegt uns sehr am Herzen. Unser Ansatz ist vom Status quo ausgehend, das Bankensystem zu stabilisieren. Welche Finalität geldpolitisch damit einhergeht, ist ein Langzeitprojekt. Ich glaube, das hat Professor Huber auch schon skizziert. Für uns ist wichtig, im Sinne der Finanzstabilität dafür zu sorgen, dass die Kredithebel der Banken reduziert werden, dass die Unterkapitalisierung, die momentan im System massivstens vorhanden ist, gelöst wird. Und zwar nicht auf Kosten der Allgemeinheit gelöst wird, sondern aus dem Bankensektor, aus dem Finanzsektor heraus selbst organisch gelöst wird. Und dass Mechanismen umgesetzt werden, dass Mechanismen eingeführt und umgesetzt werden, die dafür sorgen, dass die Risiken, die überschießenden Risiken, die momentan im Bankensektor aufgebaut werden, die auch schon zur letzten Finanzkrise geführt haben, dass diese Risiken von dem Sektor selbst ohne Rückgriff auf die Allgemeinheit getragen werden können. Da gibt es momentan zahlreiche Baustellen, auf denen sich Finance Watch aktiv engagiert. Jetzt wieder eine sehr rege Debatte über die Bankenkapitalisierung, in der unseres Erachtens die europäische Politik keine sehr gute Figur macht. Es gibt sehr intensive Versuche seitens des Basler Komitees, seitens des Finanzstabilitätsrats dafür zu sorgen, dass dieses Unterkapitalisierungsproblem, das im Bankensektor vorherrscht, gelöst wird durch strengere Bilanzierungsvorschriften, durch strenge Kapitalvorschriften. Hier wird leider, das ist den Beharrungskräften der Status quo natürlich geschuldet, hier wird leider von der Politik sehr massiv momentan dagegen gearbeitet. Das ist eine Debatte, die vielleicht nicht die notwendige Aufmerksamkeit auch in der Öffentlichkeit genießt, die aber sehr wichtig ist. Das, was in Basel verhandelt wird,
das betrifft den Steuerzahler, das betrifft den Staat, das betrifft die Staatsfinanzen, jeden Einzelnen von uns. Wenn sich europäische Regierungen geschlossen dagegen wenden, die Kapitalvorschriften für Großbanken weiter strikter anzuwenden und weiter zu präzisieren, dann ist das sicherlich nicht etwas, was von uns von der Allgemeinheit stillschweigend hingenommen werden sollte, sondern da sollte man hinterfragen. Das Gleiche gilt auch für die Debatte um die Bankenabwicklung. Das ist im Prinzip genau das Instrument eigentlich, mit dem man versuchen muss, den Bankensektor und diese unglückliche Verquickung mit den Staatsfinanzen schön langsam loszulösen. Und auch hier gibt es eben aus dem Beharrungsvermögen des Status quo ganz, ganz massiven Gegenwind, der meines Erachtens viel, viel stärker auch in der Öffentlichkeit hinterfragt werden muss. Ja, ich glaube, dass alle im Raum hier froh sind, dass es Finance Watch gibt, und wir sind uns bestimmt auch einig, dass die natürlich Schritte in die richtige Richtung machen. Aber habe ich das richtig verstanden, dass bislang jetzt das Thema Geldsystem und Geldreform eigentlich auf der Agenda bei Finance Watch noch nicht angekommen ist? Finance Watch, und das ist im Prinzip auch aus sagen wir, unserer Entstehungsgeschichte geschuldet, wir kommen aus der Finanzkrise. Wir kommen sozusagen aus dem Jahr 2009, wo es ganz konkreten Handlungsbedarf gegeben hat, seitens der europäischen Institutionen insbesondere, konkrete Regulatorien zu finden zum jetzigen Bankensystem unter der Maßgabe des jetzigen fraktionalen Reservebankings, ja, also mit den gegebenen geldpolitischen Ausgangsbedingungen für eine Stabilisierung, für Finanzstabilität zu sorgen. Und das liegt primär in unserem Mandat, das ist unser Hauptaugenmerk. Wir sind, was geldpolitische Maßnahmen angeht, sind wir offen. Und ich würde jetzt sagen, also wir sind diesbezüglich nicht festgelegt. Wir sehen, dass es sich also sicherlich anbieten würde und dass es sinnvoll wäre, vom heutigen fraktionalen Reservebanking weg in Richtung einer stärkeren Steuerung des Geldsystems wieder zurückzugehen. Ja, die Fragen, die werden wir sicherlich später noch weiter bearbeiten. Ich würde gerne Herrn Mayer noch fragen, beziehungsweise Ihnen erzählen, ich habe mir hoch interessiert die Sendung mit Frank Plassberg angeguckt. Da haben Sie das Thema Geldsystem vorangebracht. Das fand ich sehr gut. Es war leider keine Zeit da, das ausführlich zu beantworten. Manchmal kriegt man ja im Leben eine zweite Chance und die ist jetzt. Deshalb stelle ich Ihnen jetzt die Frage von Frank Plassberg nochmal. Was wäre denn Ihr Modell? Und Sie haben da keine 2 Minuten bekommen, sondern nur 40 Sekunden, aber Sie haben jetzt auf jeden Fall 2 Minuten. Ja, vielen Dank. Immerhin eins muss ich sagen, was mich positiv überrascht hat, dass hinterher einige Leute gefragt haben, was meinte er denn? Das ist doch schon was, ne? Das ist der erste Schritt. Ich meine, wenn man es in solchen, ich sage nur ganz kurz, wenn man in solchen Runden sitzt, ja, haben sie natürlich keine Chance, da sowas zu machen. Aber ich habe mir halt auch überlegt, schauen Sie, 1% der Leute, ja, 1% der Zuschauer, wenn die fragen, was meint er denn, dann sind das 30.000 bis 40.000 Leute, die sowas fragen. Ja. An die kommt man normalerweise nicht ran. Deshalb ist das schon eine Chance in so einer Sendung, wo dann der Moderator sagt, sowas mal einzubringen. Das ist so ein kleiner Versuch. Aber jetzt. Vielleicht darf ich noch einen kleinen Kommentar zu dem machen, was Herr Stiefmüller sagte. Mich erinnert das ein bisschen an den sehr ehrenwerten Versuch, Atomkraftwerke bombensicher zu machen. Ja.
Es ist sehr ehrenwert, die Tsunami-Mauer höher zu bauen, aber wir wissen nicht, wie hoch der nächste Tsunami wird. Es ist sehr ehrenwert, die Betonmauern, die Dicke der Betonmauern zu verdoppeln für den Fall, dass ein Flugzeug einbricht auf so ein Atomkraftwerk. Aber wir wissen nicht, wie viel wirklich nötig ist. Also ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, das Kreditgeldsystem ist einfach so wie Nuklearenergie. Sie können die sicherer machen, aber es bleibt das Restrisiko. Sie haben eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht. Aber wenn es schief geht, geht es kräftig schief. Also der Erwartungswert, der erwartete Verlust ist sehr hoch. Ich glaube eigentlich, ich fand es sehr gut, was Herr Huber sagte, Rechtsstaatlichkeit und Ordnungen sind enorm wichtig. Manchmal vergisst man das, dass Demokratie ohne Rechtsstaatlichkeit nichts ist. Nur nach in die Türkei schauen. Ja, das ist auch demokratisch. Erdogan kann immer Mehrheiten mobilisieren, aber ohne Rechtsstaatlichkeit ist Demokratie nichts. Also deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar, dass ich das auch noch erwähnt habe, wie wichtig Ordnung und Recht ist. Ich bin der Meinung, dass sich soziale Systeme evolutionär entwickeln. Und unser demokratischer, liberaler Rechtsstaat hat sich in der Evolution als ein sehr erfolgreiches Modell erwiesen. Innerhalb dieses Rechtsstaates, denke ich, hat sich unsere Geldordnung evolutionär als Irrtum erwiesen. Das ist meine Schlussfolgerung aus der Finanzkrise. Das wurde schon mal erkannt, 1933. Da draußen liegt übrigens das Buch von Irving Fisher, 100% Money. Aber damals wurde eigentlich die Konsequenz, die Schlussfolgerung aus der damaligen Krise wurde nicht umgesetzt. Man ist nochmal zurückgeschreckt vom Systemwandel und hat sich mit zweitbesten Lösungen dann zufrieden gegeben, Trendbanksystem. Glass-Steagall war eigentlich die Antwort darauf, dass man 100% Money nicht gemacht hat. Also insofern denke ich, dass ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, in der evolutionären Entwicklung unseres Sozialsystems, das Kreditgeldsystem hat sich als Irrtum erwiesen. Was ist aber das, was jetzt kommt? Ich bin nicht der Meinung, dass ich möchte jetzt dem Monetative nicht zu nahe treten, irgendjemand anderen den perfekten Plan hat. Wir wissen es nicht, was jetzt kommt. Es wird was anderes kommen, es wird etwas kommen, das, ich sage mal, Vollgeld, 100% Money, Positive Money, oder ich nenne es Aktivgeld, das so in die Richtung gehen wird. Wie das genau aussehen wird, weiß ich nicht. Und ich bin sehr dafür, dass, jetzt komme ich zu Ihrer Frage, wie soll das weitergehen, dass wir da offen sind und einen gewissen evolutorischen Wettbewerb zulassen. Ich finde, die absolut beste Antwort auf die Finanzkrise, jetzt erschrecken Sie nicht, war Bitcoin. Enorm. Da hat also jemand ein alternatives Geldsystem entworfen, ich finde, mit einer genialen technischen Idee, das jetzt mal getestet werden kann. Ja. Deshalb bin ich nicht der Meinung, wir brauchen jetzt also eine Zentralbank, das ist die einzige Lösung oder Bitcoin ist die einzige Lösung, sondern ich finde, wir müssen die Möglichkeit schaffen, dass wir verschiedene Alternativen zum bestehenden Kreditgeldsystem testen können. Deshalb, ich bin für Vielfalt. Öffentliches Geld, privates Geld, es soll sich evolutionär erweisen, was da am besten ist. Ich denke auch nicht, das ist auch etwas gewagt, dass das alles jetzt eine Frage ist für 10, 20, 30 Jahre. Nein, ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass so etwas sehr schnell kommen kann. Wir müssen uns im Klaren sein, dass insbesondere wir hier im Euroraum mit einer Kunstwährung leben, die instabil ist. Die kann uns jederzeit zusammenbrechen. Ich möchte jetzt kein Prophet des Negativen sein, sondern ich muss einfach mit der Möglichkeit leben. Der Zusammenbruch kann am 4. Dezember eingeleitet werden. Es ist in 3 Wochen. Sie wissen, da stimmen die Italiener über die Verfassungsänderung ab. Wenn Renzi verliert, kann es sein, dass er zu Neuwahlen gezwungen wird. Wenn er die verliert, kann es sein, dass die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien an die Regierung kommt. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat gesagt, sie wollen darüber abstimmen, ob sie nicht aus dem Euro austreten.
Das kann alles sein. Ja? Das ist eine Verkettung von Dingen, die wir jetzt nicht wissen, ob sie eintreten, aber wir müssen sie wahrnehmen. Deshalb glaube ich, man muss darauf vorbereitet sein, dass so etwas vielleicht lange gar nicht kommt oder sehr schnell kommt. Das heißt, ich traue mir eigentlich nur zu sagen, das Kreditgeldsystem ist ein Irrtum. Es wird abgelöst werden mit etwas Besserem in der Evolution. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann mir vorstellen, in welche Richtung die Sache geht. Also Richtung, haben wir schon gesagt, 100% Money, Vollgeld, aktiv, wie immer Sie das nennen wollen. Auf alle Fälle kein Kreditgeld. Und ich weiß nicht, wann es kommt, aber ich muss darauf eingestellt sein, dass es sehr schnell kommt. Ja, ich denke auch, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir mehr Vielfalt brauchen bei den Geldsystemen. Im Moment haben wir ja weltweit die Situation, dass wir eigentlich nur ein einziges Geldsystem haben, nämlich das Kreditgeschöpfte. Und ich würde jetzt gerne bei Ihnen nochmal nachfragen, wo würden Sie denn gerne mehr Vielfalt sehen, jetzt auf der staatlichen Seite oder praktisch bei privaten Systemen? Auf der staatlichen Seite gibt es natürlich durchaus Möglichkeiten für Vielfalt im Euroraum. Das wurde also bisher vom Establishment unterdrückt. Ja, also ich meine, wir hatten eine Diskussion über Griechenland, ob es nicht sinnvoll wäre, dort eine Parallelwährung einzuführen, um das Korsett des Euros aufzusprengen. Also staatlicherseits gibt es Möglichkeiten. Ich finde es hochinteressant, wie gegenwärtig mit Kryptowährungen experimentiert wird. Ich habe so ein bisschen reingehört in die Vorträge vorhin und da kam ja auch zur Sprache, dass Bitcoin nicht das einzige Modell ist, da gibt es andere Modelle. Ich finde es spannend, wie die Zentralbanken jetzt mit Blockchain-Technologie arbeiten. Daraus könnte sich ein Anführungsstriche, ich möchte das Wort jetzt nur so generisch verwenden und nicht definitiv so, wie es Herr Huber sieht, aber da könnte sich sowas wie Vollgeld entwickeln, das von der Zentralbank herausgegeben wird. Also ich sehe da sehr viele Ansätze, die da momentan, die man so erkennt, die sich herausbilden. Und ich denke, dass angesichts der Probleme, die wir haben, einer dieser Ansätze mal verwirklicht wird. Und würden Sie dann sagen, angesichts Blockchain und der technischen Entwicklung, dass Banken und vielleicht auch Zentralbanken sogar überflüssig werden könnten? Ich glaube, das ist sowas. Ich glaube, jeder Emittent wird sozusagen zu seiner eigenen Zentralbank, wenn Sie so wollen. Ja, ich meine, eine Zentralbank hat eigentlich nur Sinn im Kreditgeldsystem. Ja, denn dann brauchen Sie die Zentralbank, weil die Banken dieses Giralgeld als Geldersatz herausgeben. Ja, und da brauchen Sie, wissen Sie ja alle hier im Raum. Insofern sehe ich das eigentlich, dass da jeder Emittent zu seiner eigenen Zentralbank wird und diese Zentralbanken im Wettbewerb miteinander stehen können um das beste Geld, das sie da herausgeben. So, die Zeit schreitet voran. Bevor ich gerne Fragen aus dem Publikum annehme, würde ich jetzt auf dem Podium gerne herauskriegen, wie wir denn von A nach B kommen und eben mit der Geldreform voran. Wir haben ja auch schon den Wissensstand, dass eigentlich in der Schweiz die Monetative schon ziemlich weit gekommen ist. Deshalb würde ich gerne Josef Huber fragen, wie es denn da ganz praktisch weitergehen soll. Ah ja, das habe ich vergessen, Entschuldigung. Tja, also in der Situation hätte ich auch gern hellseherische Fähigkeiten, um zu sehen, was also bei der Volksabstimmung in der Schweiz geschehen wird. Erfahrungsgemäß werden solche Volksinitiativen im ersten Anlauf abgelehnt. Die Frage ist, ob das Schweizer Volk erst gar nicht zur Wahl geht, aber meistens werden mehrere abgestimmt, also die werden hingehen. Die Frage ist, ob Vollgeld 5 oder 10 oder 20 oder 30% Ja-Stimmen bekommt. Also bei quasi repräsentativen Umfragen, es gibt da zum Beispiel eine Pendlerzeitschrift, die in den Zügen ausliegt und die machen dann so Umfragen und da hat eine Population, bahnfahrende Population insgesamt über 9000 und die haben mit 53% Mehrheit gesagt, ich werde bei dieser Volksabstimmung für Vollgeld stimmen. Und nur ein Drittel hat gesagt, sie seien dagegen. Die etablierten Institutionen, also die staatstragenden oder staatlichen Institutionen, je nachdem, die haben sich inzwischen offiziell alle dagegen ausgesprochen.
Und um das nochmal zu wiederholen, das Programm, wofür die Schweiz steht, ist eigentlich das Vollgeldreform, so wie wir uns das ursprünglich auch vorstellen, nämlich es soll das Chiralgeldprivileg der Banken aufgehoben werden und die gesamte Verantwortung für die Geldschöpfung, die Kontrolle über das Geld, nicht über die Geldverwendung, sondern über die Gelderzeugung und die Kontrolle über die zirkulierende Geldstock oder Geldmenge, das soll in der Schweiz der Nationalen Zentralbank überantwortet werden. Übrigens stand das schon mal im Gesetz und es wurde unbemerkt von der Öffentlichkeit mehr oder weniger Ende der 90er Jahre erst entfernt. Eigentlich haben die das gehabt. Ja, so. Also die Frage ist, ob eine solche, wie soll man sagen, Big Bang-Reform, ob sich das irgendwo realisieren lässt, zum Beispiel jetzt auch in Island, das können wir ja nicht wissen. In anderen Ländern denken die Leute, erstens, vielleicht wollen sie es nicht, zweitens denken sie so, man muss es kontinuierlicher machen, mehr Übergang zulassen und so weiter und so fort. Da denken viele Geldreformer, naja, dafür kriegen wir sowieso keine Mehrheit, wir wollen das schrittweise einführen, indem wir jetzt ein Vollgeld parallel zum Chiralgeld der Banken einführen. Und das ist die Frage, wie, Stichwort Helikoptergeld, ist es das? Ich bin nicht sicher, ob es das schon ist. Also es ist die Fortführung keynesianischer Ideen, nicht? Anstatt, also wir haben Defizit und jetzt drucken wir neues Geld, aber das ist nicht mehr mit Staatsschuld verbunden, sondern die Zentralbank druckt das und dann wird das irgendwie per Bürgerdividende oder wie auch immer unter die Leute gebracht. Ja, ich meine, die Leute haben ja deswegen trotzdem keine Vollgeldkonten. Also das ist eigentlich weiterhin eine Gratisfinanzierung. Das wäre dann eine Gratisfinanzierung der Banken, die dann überhaupt keine Refinanzierung mehr bräuchten, sondern sie kriegen dann durch das Helikoptergeld, kriegen die Banken sozusagen automatisch auf ihre Zentralbankkonten, haben sie dann einen Haufen Geld. Sie brauchen keine extra Reserven mehr. Und wir haben weiterhin aber Chiralgeld. Also ich sehe einen möglichen Weg, Bankenchiralgeld und Vollgeld im eigentlichen Sinne parallel zu bekommen, wirklich nur darin, dass dem Publikum auf irgendeine Weise Zugang zu Zentralbankkonten geöffnet wird, beziehungsweise dass im Zahlungssystem oder bei den Banken oder bei wem auch immer, dass es dort Konten gibt, die mit Zentralbankgeld rechnen oder verrechnen. Und also die, von daher muss irgendeine Bank oder Zahlungsdienstleister einen Zugang zum Zahlungssystem der Zentralbank haben. Oder aber im Sinne der Blockchain-Technologie, es gibt dann wirklich ein digitales Geld, nicht, was heute die Sprachregelung ist, Central Bank Digital Currency. So ein von der Zentralbank herausgegebenes Zahl, das aber außerhalb praktisch des herkömmlichen Kontenrahmens zirkulieren kann. Und das wäre dann in der Tat das moderne Substitut für das traditionelle Bargeld. Nicht? Das finde ich, sollten wir sehr begrüßen und willkommen heißen, etwas, was in diese Richtung geht und das unbedingt unterstützen. Was dann daraus wird, das kann man nicht wissen. Nicht? Also, aber das ist praktisch als Alternative zur Big Bang-Strategie, ist das praktisch ein alternativer Weg. Man könnte dann annehmen, führt das dazu, da gibt es dann einen Run sozusagen, eine Massenwanderung von Girokonten zu diesen Vollgeldkonten. Oder das bleibt abzuwarten, das hängt von den Konditionen ab. Nicht? Aber das wäre eine Möglichkeit, eine andere weiß ich im Moment nicht. Also auf jeden Fall ist im Zuge der Technik ist für uns alle doch wahrscheinlicher geworden, dass wir irgendwann in der Zukunft sichere Konten und vielleicht Zentralbankgeld bekommen können. In Bezug auf die Umstellung habe ich noch eine Frage. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass das in der Schweiz stattfinden würde. Ich erinnere noch den Vortrag, wo du von einer extra Seniorage gesprochen hattest praktisch dem Finanzhimmel auf Erden, weil ja dadurch praktisch
das Geld einfach umgewandelt wird in Vollgeld. Mich interessiert das unter dem Aspekt dieser Machtfrage bzw. der Umverteilung, die sowieso das Problem ist. Und ich würde gerne wissen, wenn man jetzt einfach das alles in Vollgeld umwandelt, ist es nicht so, dass ich dann praktisch diese Vermögens- und Machtkonzentration in bestimmten Händen noch festschreibe, so wie sie ist? Und ist nicht das eigentlich auch ein Riesenproblem? Denn im Moment haben wir ja eine Finanzwirtschaft, die ist in etwa 10-mal so groß wie die Realwirtschaft. Wie könnte man dem denn begegnen, diesem Problem? Haben wir da irgendeine Möglichkeit, das zurückzudrehen? Das ist eine Frage an mich? Ja. Ja. Ja, nein, ist so, um vorhandene Fehlentwicklungen zu korrigieren, finde ich, ist Geldpolitik, auch eine Vollgeldreform, nicht in erster Linie das probate Mittel. Da muss man wirklich andere Maßnahmen ergreifen, insbesondere steuerpolitischer Art. Das muss man klar sehen. Aber man kann sagen, wenn wir eine Vollgeldreform hätten und wenn gewährleistet wäre, meinetwegen auch auf andere Art und Weise, dass das BIP-bezogene, also das Output, Real-Output-bezogene Geldvolumen, auch die dazugehörige Finanzwirtschaft, dass die in etwa proportional miteinander wachsen, muss gar nicht mechanisch sein, aber in etwa, dann wäre schon einmal gewährleistet, dass im Unterschied zu heute in dem vorhandenen Giralgeldsystem keine Umverteilung zugunsten der Finanzvermögen enthalten ist. Denn in den letzten 30 Jahren, in Amerika in den letzten 40 Jahren, hatten wir ja einen extrem disproportionalen Anstieg der nicht outputbezogenen Finanzierungen. Das Stichwort, also selbstbezügliche globale Finanzcasino und so weiter. Und es ist ja klar, wenn also diese Finanztitel, die Vermögen und die Verzinsungsansprüche, die damit verbunden sind, wenn die weiter disproportional, überproportional wachsen zum Output, dann kommen die Arbeitseinkommen zu kurz. Nicht? Denn alles muss bezahlt werden aus dem laufenden Einkommen, sprich Output, aus dem laufenden erwirtschafteten Einkommen plus der Neuverschuldung. Nicht? Und deswegen sind wir ja auch in so einem Schneeballsystem gelandet, nicht? Wie die Amerikaner sagen, Ponzi Scheme. Nach Minsky das letzte Stadium einer Blase, bevor sie zusammenbricht. Nicht? Und diese eingebaute Schieflage in der Einkommensverteilung, das wäre in einem Vollgeldsystem nicht mehr gegeben. Inwiefern vorhandene Schieflagen abgebaut werden, das ist schwierig. Also wenn Sie, einen Hinweis gibt es, wenn man also die Staatsverschuldung durch diese übergangsbedingte Seniorage, wenn man die wirklich um ein Drittel, um die Hälfte und so weiter zurückfahren würde, ohne sie gleich wieder aufzubauen im Nachgang, dann wäre damit natürlich auch entsprechende Vermögen wären abgelöst. Was geschieht mit diesen Vermögen? Ne? Das ist die Frage. Entweder gehen sie in eine Immobilienblase, dann werden sie vernichtet. Wo bleibt das Geld? Also da gibt es mehrere Optionen. Man kann sich ja auch denken, dass im Bereich der Realwirtschaft, gerade bei der über die Kapitalmarktfinanzierung, was wir heute schon haben, dass also gerade im Bereich der mittleren Unternehmen und anderer Unternehmen im Bereich des Bildungswesens, im Bereich des Gesundheitswesens, da muss so viel finanziert werden, im Bereich der Energiewirtschaft muss so viel finanziert werden. Also das ist praktisch jetzt immer an die Adresse der Geldanleger, die Angst haben, sie sitzen auf dem Sack voll Geld und wissen nicht, wohin damit. Aber ich meine, solange es so ist, wird im Übrigen auch das Zinssystem nicht allzu hoch werden. Also die reale Zinsmarge wird sich dann, solange dem so ist, auch nicht sonderlich erholen. Aber da kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen. Jedenfalls, eine Vollgeldreform ist kein Allheilmittel für irgendwas. Es ist auch apropos... Da regnet nicht Geld vom Himmel, im Gegenteil. Eine Vollgeldreform soll dafür sorgen, dass nur so viel Geld vom Himmel fällt, wie gebraucht wird. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Vollgeldreform dient auch nicht dazu,
keynesianischen Interventionismus zu finanzieren, nicht? Sondern es ist eine willkommene Begleiterscheinung eines Vollgeldsystems, das eine vergleichsweise hohe Seniorage anfallen würde, die dem öffentlichen Haushalt zugute käme. Das ist willkommen, aber das ist nicht der eigentliche Sinn und Zweck einer Vollgeldreform. So, ich freue mich nun auf Ihre Fragen und komme gerne mit dem Mikrofon zu Ihnen. Wir haben aber auch hier vorne zwei Stühle freigeräumt. Also gerade aus den hinteren Reihen hat vielleicht jemand Lust, sich dort hinzusetzen. Ja, Tag Schulze. Dankeschön, Katrin. Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich würde dem Letztgesagten nicht ganz zustimmen. Ich denke schon, dass man mit einer Geldreform mehr kann, als Sie das jetzt so runtergespielt haben. Weil zum Beispiel eben Grundeinkommen über eine Parallelwährung auszuzahlen, wäre eine Möglichkeit mit ganz neuen Mechanismen, die dann, sage ich mal, auch viel mehr der Marktwirtschaft dienen würde, weil sie automatisch sozusagen immer jeder, der das Geld braucht, hätte es dann automatisch und die Geldmenge würde sich dann automatisch richtig über die Umlaufgeschwindigkeit, also die Geldmenge müssten sie gar nicht regulieren, weil sich über die Umlaufgeschwindigkeit sozusagen, wie die Leute das Geld dann benutzen, es sich automatisch richtig einstellen würde. Und das ist zum Beispiel im Gleichgewichtsgeldsystem so vorgesehen und ist für mich sozusagen Vollgeld 2.0. Aber jetzt noch eine Frage an den Herrn Mayer. Ich finde es ja durchaus sympathisch zu sagen, wir sollten da mal gucken, dass sich da was im Wettbewerb tut. Aber wie schaffen Sie denn in einer so vermachteten Welt, die wir ja haben, wie der Hering deutlich gesagt hat, die Wettbewerbsbedingungen überhaupt so darzustellen, dass nicht der Mächtigste mit seinem System gewinnt? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, Apple macht ein Geld, Facebook macht ein Geld, Google macht ein Geld, Amazon macht ein Geld, also vielleicht mal ähnlich mächtige Akteure, aber weiß man ja nicht. Ja? Und der eine macht das eine System und der andere macht das andere System. Setzt sich dann wirklich das beste Geldsystem durch oder setzt sich nicht möglicherweise das durch, wo einfach, weiß ich, die Produkte einfach mehr gemocht werden oder wo besserer Zugang über Marketing ist oder wie auch immer. Also ich habe nie verstanden, wie man diese fairen Wettbewerbsbedingungen überhaupt darstellen kann. Danke. Ach so, ja. Also Ihre Frage zum Wettbewerb ist eigentlich, geht über das Geld hinaus, ist die Frage, wie organisiert man Wettbewerb in der Internetwirtschaft? Das ist ja überall der Fall. Ne? Jemand hat ja gerade schon auch gesagt, wie ist das mit Betriebssystemen und so weiter. Ich habe da auch keine Patentlösung. Die beste, oder was heißt, die am wenigsten schlechteste Lösung, die mir einfällt, ist halt sicherzustellen, dass man so viel wie mögliche Anbieter an den Markt bringen kann. Ja, nur dann, glaube ich, haben wir eine Chance, das zu machen. Wir können ja Netzwerkeffekte, die sich in diesen Bereichen immer abspielen. Ne? Und Geld ist ja auch ein Netzwerkprodukt, ja klar. Ne? So wie Betriebssysteme Netzwerkprodukte sind. Internetbrowser, Suchmaß, alles Netzwerkprodukte. Also es ist ein grundsätzliches Problem, das wir da haben. Aber ich sehe das nicht so schwarz. Dadurch, dass wir möglichst viele Wettbewerber an den Markt bringen, dadurch, dass sich auch die Techniken in diesem Bereich immer sehr schnell ändern, glaube ich, dass man, wenn man das dynamisch sieht, braucht man da nicht so schwarz sehen. Ich hätte also da ziemlich relativ viel Zutrauen, dass der Markt da die richtigen Lösungen findet. Noch was sagen darf, das gehört also auch zu dem überraschend vielen, was hier gesagt wurde, wo ich also eigentlich sagen sollte, das kann doch nicht wahr sein, ne? Und wo ich wirklich dachte, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde irgendwie vom Leder ziehen, warum mir das alles überhaupt nicht passt. Aber also ich habe großen Respekt vor den Österreichern, ne? Damit, dass ich das Geld mal verstanden habe, ist, als ich Murray Rothbard gelesen habe, der wirklich ein richtig harter, rechter Österreicher ist, ne? Aber der hat Mystery of Banking geschrieben und der erklärt das richtig einfach, ne? Dass man auch nicht groß was wegschieben muss, ne? Um mal zur Sache zu kommen, sondern ganz einfach, da wird das Geld hingeschrieben, da ist der Kredit da und fertig. Ne? Ich dachte, das kann ja gar nicht wahr sein, aber so ist es.
Aber dann ist halt diese österreichische Obsession, gegen den Staat zu sein und den Markt dann zu verklären, ne? Und dann darf es halt nicht sein, dass der Staat das da irgendwie macht. Und dann setzt ihr da diese dicken rosaroten Brillen auf und sagt, das geht schon. Und dann wird halt mit Mann geredet. Ne? Mann hat es dann nicht umgesetzt nach 1933. Mann war die Finanzbranche, die die Macht hatte und dafür gesorgt hat, dass die Fischer sich nicht durchgesetzt haben und dass das, was da eigentlich schon gesetzt werden sollte, dann halt wieder wegkam. Ne? Die dafür gesorgt haben, dass der Keynes das, was er vorher schon mal aufgeschrieben hatte in Treaties on Money, dann nachher wieder verleugnet hat, damit er von der City akzeptiert wird. Das hat alles nicht im geringsten irgendwas mit Wettbewerb zu tun. Wenn dann nur Wettbewerb, wer hat am meisten Macht, dass die Banker halt die meiste Macht hatten und das dann wegwischen konnten. Das ist doch nichts irgendwie. Lass mal 1000 Blumen blühen und dann wird das Schönste gepflückt dann irgendwie. So läuft es ja nicht, sondern für wen es halt nützt. Ne? Und das ist die Sache mit den, wenn ich es ganz kurz anschließen darf, mit den, dass da zu wenig Kapital ist und dass man darum kümmern muss. Das ist ein Nebenkriegsschauplatz, der von den Bankern aufgemacht wird und denen, die das bewahren wollen. Weil wenn es gut läuft, dann drucken sich die Banker ja Eigenkapital. Das können sie mit einem Umweg, dass sie jemand Kredit geben, der ihnen das Eigenkapital gibt, haben sie das gemacht. Und wenn Krise ist, dann ist das völlig kontraproduktiv, was sie wollen, dass jetzt das Eigenkapital hochgeht. Deswegen haben wir die ganze Krise dauernd, weil die weil es in der Krise halt schwierig ist, das Eigenkapital hochzusetzen. Also, da würde ich dem ja in vielen Dingen, die ich darf dich jetzt auch duzen, weil wir uns ja auch privat duzen, dann wird es nicht so antagonistisch, wie er das jetzt da gerade darstellt. Also in vielen Dingen, die du machst, da bin ich ja ganz deiner Meinung. Aber ich glaube nicht, dass es in der Netzwerkökonomie ein Ausweg ist, das ganze Ding zu verstaatlichen. Wenn wir das Geld verstaatlichen, dann sollten wir doch bis auch die Suchmaschinen verstaatlichen, dann sollten wir die Betriebssysteme verstaatlichen. Mein Punkt ist, dass es kein Patentrezept gibt, gegenwärtig einen, wie wir uns das alle wünschen, einen funktionierenden Wettbewerb in der Internetökonomie, in der Netzwerkökonomie zu garantieren. Dann sagen die Ordnungspolitiker deshalb, greifen wir ein und stellen den her. Und dann sage ich wieder, mit welchem Wissen macht ihr das? Und dann komme ich drauf auf diese etwas kleinlaute Lösung, die ich hier gerade vorgetragen habe. Mir ist es immer noch lieber, ich lasse das System sich selbst entwickeln, als dass ich das alles verstaatliche. Hier gibt es eine weitere Frage. Ich würde Sie bitten, Ihren Namen dazu zu sagen und auch an wen sich die Frage richtet. Also mein Name ist Bastian Meyer-Brühl, ich bin ja auch Mitglied im Verein. Also ich würde gern die Frage an den Herrn Professor Meyer stellen. Und zwar also geht es mir um die Frage mit dem Notenbankzins. Also Herr Huber hat das ja vorhin schon mal angesprochen und hat eben die Sichtweise, wie sie in der Monetative vertreten wird, dargestellt. Also es wird ja nur immer von der Zentralbank fraktional refinanziert und dann wird dieser Zins nur auf diese kleine Mindestreserve gerechnet und wie soll das dann überhaupt einen Effekt haben? Das kann ja gar nicht sein. Und ich habe also bei dem Vollgeldwochenende diesen Jahres habe ich ein Referat dazu gehalten. Im Verein also ist es also gelinde gesagt nicht so ernst genommen worden, was ich da gesagt habe. Ich habe aber vorhin also Herrn Professor Meyer nochmal angesprochen und habe ihm eben also meine Sichtweise, also zumindest im sehr groben geschildert. Und also ich hoffe, ich habe das noch richtig in Erinnerung. Sie haben gesagt, ja, genauso funktioniert es. Ja. Und also, dass die Notenbank eben sehr wohl und zwar einen ganz erheblichen Einfluss hat, also auf den Zins. Ja. Und also natürlich, also mit dieser fraktionalen Refinanzierung, das kann nicht funktionieren, das ist klar. Aber so läuft es auch nicht. Die Notenbanken können den Interbanken-Geldmarktsatz eben sehr gut steuern, ja, und dann sind es eben letzten Endes alternative Refinanzierungsformen, die Einlagen von den Nichtbanken und eben halt Interbanken-Geldmarktkredite. Im Grunde genommen ist es meines Erachtens, wenn man es mal gesehen hat, auch ganz einfach und ich würde Sie einfach bitten, vielleicht
können Sie noch mal was dazu sagen? Sie können es sicher auch viel besser als ich. Und dann hat das auch ein anderes Gewicht, als wie wenn ich sage, ich weiß vielleicht besser so, wo die Probleme hier sind, die Verständnisprobleme im Verein. Aber gut, Dankeschön. Das ist eine wichtige Frage, die Sie da stellen. Denn die geht momentan überall um. Wer ist denn schuld, sage ich mal, an den Niedrigzinsen? Das sagen die zentralbanknahen Kreise und die Zentralbanker selber. Wir doch nicht. Ja. Es gibt eine Ersparnisschwemme und die drückt den Zins und wir vollziehen das nur nach. Die Kritiker dieser Position, zu der ich gehöre, sagt, da lügt ihr den Leuten in die Tasche. Was die Zentralbank macht, ist essentiell für das, was dann hinter dem Kapitalmarkt passiert. Es ist allerdings zu kurz gedacht zu glauben, die Mindestreserve sei entscheidend dafür. Schauen Sie sich die USA an, dort gibt es keine Reservepflicht. Es ist, ob Sie das jetzt über Mindestreserve machen oder Offenmarktpolitik, wie es die Fed macht, es kommt auf den Interbanksatz an, also auf den Geldmarktsatz. Jetzt sagen die Leute, naja, was soll denn der Geldmarktsatz zu tun haben mit dem Kapitalmarktzins? Das ist auch wieder zu kurz gedacht. Denn der Kapitalmarktzins ist eine Abfolge von Geldmarktzinsen. Das heißt also, in jedem ersten Kurs der Finanztheorie wird Ihnen beigebracht, dass Sie jeden beliebigen laufenden Zins, ob das jetzt 2 Jahre, 5 Jahre, 30 Jahre ist, können Sie zerlegen in eine Abfolge von laufenden Geldmarktzinsen. Jetzt ist die Frage, kann die Zentralbank diese Abfolge der laufenden Geldmarktzinsen beeinflussen? Die Antwort ist ja. Sie tut es dadurch, dass sie den Marktteilnehmern eine Vorstellung gibt, wie sie den Geldmarktzins steuern möchte in der Zukunft und daraus leiten die dann den entsprechenden Kapitalmarktzins ab. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 Jahrzehnte mit Bondhändlern zu tun gehabt. Nie in 20 Jahren, wahrscheinlich schon länger, ich bleibe mal bei 20, noch nie in 20 Jahren hat mich ein Bondhändler danach gefragt, ob es eine Sparschwemme gibt oder ob die alternde Bevölkerung mehr spart. Nie, nie. Immer haben sie nur gefragt, was macht die Fed? Was macht die EZB? Was macht die jetzt? Wie glaubst du, machen die das in einem Jahr? Schreib mir mal auf, wie du dir die Kurzfristzinsen vorstellen in einem Jahr, 2, 3. Daraus basteln wir den Langfristzins. Immer. In mehr als 20 Jahren habe ich das so gesehen. Immer kommt es darauf an, was die Zentralbank macht. Die Sache ist jetzt die, dass sich die Zentralbanken eine Vorstellung darüber machen, wie die Welt funktioniert. Und die ist meines Erachtens ziemlich abgehoben. Und diese Vorstellung, die sich die Zentralbanken jetzt machen, wie die Welt funktioniert, und ist stark, diese Vorstellung ist stark keynesianisch geprägt. Ich bin nun mal kein Keynesianer, aber Dering hat es ja schon, glaube ich, zum Preis gegeben. Und in dieser Vorstellung, in dieser keynesianischen Theorie, ja, da kommen dann also so Vorstellungen vor, wir haben Unterkapazität, also wir haben eine niedrige Kapazitätsauslastung, wir laufen Gefahr, Deflation zu sehen und deshalb müssen wir den Zentralbankzins drücken, sodass der Geldmarktzins gedrückt wird. Wenn das nicht reicht, wenn die uns nicht kapieren, ja, diese dummen Bondhändler, dann grätschen wir in den Langfristzins rein, dann kaufen wir 5-jährige, 10-jährige Bundesanleihen. Oder wir geben Forward Guidance, heißt das so schön. Das heißt, die sind zu blöd zu kapieren, was wir wollen, also sagen wir es ihnen. Wir schreiben auf, wie die Zinsen laufen. Dotplots, das ist das, was die Fed jetzt erfunden hat. Das heißt, die Mitglieder des Federal Open Market Committee schreiben auf, wie die Zinsen laufen. Das heißt, auch der döfste Bondhändler das kapiert. Also das heißt, ich halte diese These, die die Zentralbanker so gerne lieben, wir tun nur, jetzt sage ich es mal ein bisschen provokativ, wir tun nur Gottes Werk. Ja? Also wir vollziehen nur nach, wie das alles läuft. Ich halte das für vorgeschoben, diese These. Wir haben es auch empirisch versucht. Wir haben empirische Tests gemacht. Welche Seite ist stärker, der Kurzfristzins oder der Langfristzins? Und wir kamen mit allen, nachdem wir die Taten gequält haben, wie wir es nur konnten, mit allen ökonometrischen Methoden, gekommen. Der Kurzfristzins ist es. Ist aber nicht das Verständnisproblem, was hier im Verein vorliegt. Das ist noch technischer. Hallo. Ja, um das, um daran anzu.
Ich glaube, dass die Zentralbanker so gesehen keine so unglückliche Politik machen. Wir haben eine Übertreibung der Finanzmärkte gehabt. Die Finanzmärkte haben also ungeheure viel Forderungen und Schulden produziert. Und jetzt steht es an, nun in eine Phase der Financial Depression hineinzugehen, um eben das weitere Vermögen bzw. Schuldenwachstum zu reduzieren. Und das ist gut so. Wenn wir jetzt eine positive Zinsen hätten, dann würden wir noch mehr unter den Schulden und über der Überforderung leiden. So, was ist das reale Problem? Also, oder das Problem, das wir hier diskutieren. Wir diskutieren ja hier das Vollgeld, das System. Und da müssen wir zurückkommen auf ganz einfache Prinzipien, auf ordnungspolitische Prinzipien. Und die müssen wir uns vor dem Hintergrund klar machen, dass wir heute ein Zeichengeld haben und nicht mehr ein Substanzgeld wie Gold und Silber. Und das Zeichengeld wird geschöpft, frei geschöpft. Und mit dem freien Schöpfen wird Kaufkraft angeeignet. Wem soll dieses Recht auf Kaufkraftaneignung zustehen, wenn nicht ausschließlich dem Souverän? Das dürfen Sie doch gar nicht irgendeinem Privaten überlassen. Und das bedeutet, einfach wenn Sie ein Liberaler und Österreicher sind, das ist einfach unmöglich. Sie können nicht in Systemen der Goldwährung denken. Das ist freie Schöpfung. Und wenn Private Geld frei schöpfen können, dann missbrauchen sie das, ja, indem sie sich Assets aneignen und Vermögenswertspekulationen betreiben, die Häuserpreise hochtreiben, die Mieten nicht mehr bezahlt werden können und so weiter. Und das Vollgeldsystem soll das endlich mal in Ordnung bringen. Das ist das Einzige. Und wenn wir das kapieren, dann kann das sehr schnell kommen, das Vollgeldsystem. Aber diesen Grundsatz müssen wir kapieren. Die nächste Frage. Ja, die nächste Frage. Reicht Vollgeld aus? Ich glaube deshalb nicht, wenn man sich mal einfach mal gedanklich vorstellt, was wäre, wenn die Produktion von Geld mehr kosten würde als der Nominalwert? Dann wäre völlig klar, wer das Geld produziert, nämlich der Staat. Dann würde kein einziger Privater Geld herstellen. Und es geht eigentlich immer darum, wie realisiere ich den Geldschöpfungsgewinn? Das ist meines Erachtens die zentrale Frage. Und wenn man diese zentrale Frage nicht in den Griff bekommt, da meine ich, Vollgeld ist der erste Schritt. Und nochmal zur Klärung, Vollgeld ist auch ein Kreditgeld. Vollgeld ist genauso ein Kreditgeld, es ist ein Anspruch auf Geld. Und dieses Vollgeld oder das Geld allgemein, da bin ich der Meinung, der moderne Geldbegriff ist eigentlich Finanzinstrument. Nämlich es sind die Ansprüche, es sind die ganzen Geldverträge, die Ansprüche auf Geld, die existieren. Und Geld kann man, es klingt vielleicht jetzt blöd, Geld kann man nicht verleihen. Weil wenn ich etwas verleihe, wenn ich dieses Buch verleihe, dann kriege ich dasselbe zurück. Wenn ich Geld ist ein Tausch, und zwar Geld ist ein Tausch von Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlicher Höhe. Das ist, was in einem Geldvertrag passiert. Und dieser Tausch von Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, das ist der eigentliche Vorgang. Und der Zinssatz in diesen Zahlungen, das ist das, was man dann Effektivzins nennt. Danke. Die Frage ist, reicht Vollgeld aus? Und mein Frage oder der Punkt war, ich glaube nicht, weil die Umgehungen sind sehr, sehr einfach und sind auch schon da in Form von Derivaten etc. Frage beantworten. Gut. Josef Huber, ich habe jetzt noch drei Fragen, und zwar da und da. Sie, dann sind es vier. Also ich bin der Meinung, dass Vollgeld ausreicht, was die Ordnung eben des Geldsystems angeht, also in monetärer Hinsicht. Vollgeld löst aber nicht
jedenfalls nicht auf einen Schlag und nicht alle darüber hinausgehenden Fragen, wie Banken funktionieren sollen, die Finanzmärkte, alle möglichen Sparten, also der gesamte, sehr viel weitergehende Bereich der Finanzwirtschaft, dafür ist die Geldordnung eine Grundlage. Aber das beantwortet nicht alle Probleme und Regelungs- und Marktordnungsfragen, die es dort gibt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die öffentliche und die private Wirtschaft darüber hinaus. Wir haben gerade gesprochen über die unseres Erachtens bestehende Notwendigkeit, monetäre Verantwortlichkeiten und fiskalische oder staatshaushälterische Verantwortlichkeiten auseinanderzuhalten. Ich möchte bei der Gelegenheit das bekräftigen, was Raimund Dietz eben gesagt hat und damit auch nachträglich nochmal auf Herrn Mayer antworten, weil Sie gesagt haben, Sie wollen kein staatliches Geld. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich will nicht nur staatliches Geld. Okay, einverstanden. Also dann habe ich schon auch richtig verstanden. Und Ich habe gesagt, ich wollte kein staatliches Geld. Ich habe gesagt, ich will nicht nur staatliches Geld, das heißt, ich will auch staatliches Geld. Okay, einverstanden. Und bei der Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die meisten Menschen heute, die Lebenden, ja, in Europa, in Amerika und in Industriegesellschaften, denken, wie im Übrigen die meisten Ökonomen, wir hätten ein staatliches Geldsystem. Das muss man sich vor Augen führen. Die meisten Leute denken, auch wenn sie wissen, es gibt sowas wie Giralgeld oder wie, alle denken, das hat die Zentralbank unter Kontrolle und das ist staatliches Geld. Das muss man sehen, nicht? Und was die Wirklichkeit des Geldsystems, die wir haben im Grunde genommen ein in Anführungsstrichen freies Bankenkreditgeldsystem, ein Giralgeldregime, das aber staatlich garantiert wird. Und das haben die Banker natürlich gern, sie möchten gern frei sein und machen, was sie wollen, aber wenn es schief geht, dann müssen wir die Zeche zahlen. Das ist das Geldsystem, das wir haben. Nicht? Und bei allen Umfragen, das haben auch die Schweizer Kollegen und Freunde wiederholt gemacht, auch das Schweizer Volk, wie praktisch die ganze Bevölkerung in ganz Europa, wenn die bei Umfragen gefragt werden, wollen Sie ein staatlich geordnetes Geldsystem oder ähnlich formuliert, oder eines, das in der Verantwortung der Banken geführt, dann wollen die Leute immer staatliches Geld. Dann müssen wir mal sehen. Und ich glaube, das hat einen Hintergrund, weil möglicherweise haben wir da jetzt aber ordnungspolitisch dann doch einen Dissens. Geld ist Teil des Rechtssystems und es ist wirklich hergebrachterweise, es ist eine staatliche Prärogative. Es ist keine Erfindung der Kaufleute, das Geld, es ist ein Mythos. Das ist eine Erfindung, das kommt von oben runter. Nicht? Wir wollen ja auch nicht zwei Sorten von Rechtsordnung haben. Sie wollen nicht die Rechtsordnung, die wir haben, und daneben eine Scharia haben. Wir wollen nicht eine öffentliche Polizei und daneben Privatmilizen, oder wollen wir das? Wir wollen nicht zwei Parlamente haben, die wie im Mittelalter die Päpste gegeneinander Krieg führen oder was. Das hat einen Grund, dass es im modernen Staat bestimmte Prärogativen gibt, staatliche Vorrechte oder nehmen wir es ruhig beim Namen Monopole, das Gesetzgebungsmonopol, das Justizmonopol, das Gewaltmonopol, das Steuermonopol und dazu gehört auch das Geldregal, die monetären Prärogativen. Nicht? Ja. Kurzer zentraler Punkt. Ich glaube, Sie machen sich das beide ein bisschen zu einfach. Okay. Herr Huber, wenn er sagt, Vollgeld reicht, dann ist das Geldsystem klar. Das stimmt einfach nicht, ne? Sondern es muss klar sein, was Geld ist. Und es muss dann ganz klar sein, was ist ein Zahlungsverkehrskonto und was ist kein Zahlungsverkehrskonto. Und es stimmt eben schon, dass es da Umgehungsversuche geben wird. Und von daher muss es ganz harte und auch innovative immer staatliche Regulierung geben. Die müssen da auf den Zehenspitzen sein und gucken, was die Banker machen und das auch regulieren. Und in dem Zusammenhang, wenn man sagt, nicht nur staatliches Geld, dann sagst ja praktisch, das soll der Staat nicht machen, sondern es soll durchaus jeder Geld machen. Das hat aber seinen Grund, warum die Bundesbank so dagegen ist, dass man bei ihnen ein Konto machen kann, weil das ist dann relativ unattraktiv und die Banken, wenn sie selber auch Geld machen können, die machen dann ihr Geld
Und weil sie Zinsen bieten, die die Bundesbank nicht bietet, geht jeder dahin und dann ist Krise und jeder hat den Weg zur Bundesbank und geht da raus und geht zur Bundesbank und dann hat man die Krise noch verstärkt, viel mehr als wenn man Bargeld irgendwie im Garten vergraben muss oder sowas. Und das ist das Argument, warum die Bundesbank das nicht will, dass man zu ihr gehen kann und gleichzeitig die andere Alternative hat. Also man muss sich da schon entscheiden, wenn man staatliches Geld hat, dann muss man auch wirklich abgrenzen, was ist Geld und was darf als Geld verwendet werden, weil sonst nehmen sich das andere für die guten Zeiten und in den schlechten Zeiten kommen sie dann alle wieder zum Staat und das ist genau das Rezept für Krisen. Deswegen muss man da schon ehrlich sein und sagen, wenn, dann muss ich das auch wirklich durchsetzen. Ganz kurzer Blick darauf. Ich glaube, Geld kommt nicht nur von oben. Das ist die fatalistische Sichtweise, die so Anfang des 20. Jahrhunderts sich über Herrn Knapp verbreitet hat. Geld ist eigentlich ein Produkt der sozialen Übereinkunft und nicht von oben verordnet. Das wurde dann später in der Historie, ich mache das jetzt nicht zu lang, sonst wird zu lang, aber es kommt nicht nur von oben. Wir haben ja auch schon eine embryonale Parallel. Währungswelt, ich erinnere da an Bitcoin, wahrscheinlich kommt noch mehr dazu. Ich sehe das Problem, das Norbert Hering da aufgeworfen hat, nicht so. Die sollten sich der Konkurrenz stellen, meines Erachtens. Also durch die staatlichen Stellen. Ja. Also mir geht es jetzt genauso wie dem Herrn Hering. Vieles verstehe ich nicht, weil ich auch nicht aus dem Fach bin. Ich habe eine ganz simple, laienhafte Frage. Und zwar, also heute Mittag, wo wir hier angefangen haben, hat es einmal geheißen, das geschöpfte Geld, was die Staatsausgaben, die der Staat braucht, zinsfrei sein werden oder können oder beziehungsweise auch geschenkt sein können. Und das bringt mich jetzt auf die Idee, weil der Herr Huber gemeint hat, Bankengeld parallel, Giral oder Vollgeld. Wie wäre es, wenn man jetzt beginnen könnte, das dem Staat etwas schmackhafter zu machen, mit dem Vollgeld die Infrastruktur, das was er so braucht, und mit dem Giralgeld dann seine Schulden zu bezahlen? Da ist er ja da, die Zinsen, die muss er ja abbezahlen. Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, was mir unklar ist, warum immer Zentralbank und nicht Bundesbank? Geht die Frage an Herrn Mayer? Also Ihre Frage, ob der Staat nicht seine Schulden dadurch abtragen kann, kann man so beantworten und das hat der Huber ja auch ausgeführt und da gibt es auch schon in dem Chicago-Plan, der draußen ausliegt von Irving Fischer, wurde das auch schon gesagt. Natürlich ist die Umstellung von unserem Kreditgeldsystem auf ein Vollgeldsystem bietet die einmalige Chance, durch die Konsolidierung die Staatsschuld deutlich zu verringern. Eine einmalige Chance. Das sagen Sie einmal. Nein, das geht nicht. Nee. Sie haben die einmalige Chance und Herr Huber hat ja in seinem Modell durchaus richtig gesagt und deshalb müssen wir dann dieses System sozusagen neu starten, also Reboot würde ich mal sagen, sodass die dann nicht anfangen und es immer wieder machen. Ich würde argumentieren, man kann das tun und damit sie es nicht immer wieder machen, lasse ich eben Konkurrenz durch Privatgeld zu. Machen die das immer wieder, dann geht eben die Nachfrage nach diesem Geld woanders hin. Die zweite Frage habe ich nicht recht verstanden, das ist eine Zentralbank, Bundesbank, das ist das. Das ist eine Filiale der Zentralbank, der EZB, eine Filiale der EZB. Ich möchte nochmal anknüpfen, was der Raimund Dietz gesagt hat, auch was Josef Huber gesagt hat. Der Volksmund ist relativ schlau normalerweise und der Volksmund sagt, Geld regiert die Welt. Und Geld regiert die Welt bedeutet auch, dass Geld für uns heute Basisinfrastruktur in der Gesellschaft ist. Und zwar absolute Basisinfrastruktur. An alle unsere täglichen Bedürfnisse kommen wir nur noch dran über Geld. Also wenn wir überhaupt eine Infrastruktur haben, wenn überhaupt etwas diesen Begriff verdient, dann ist es das Geld. Und eine solche Basisinfrastruktur gehört in öffentliche Hand. Zu dieser Basisinfrastruktur gehört zum Beispiel auch die Wasserversorgung.
Ja? Deshalb argumentiere ich auch immer, man kann mit chartalistischer Theorie argumentieren und so weiter. Ich bin der Meinung, dass man das gar nicht braucht. Wenn man den Bürger fragt nach der Wasserversorgung und der Versuch, die Wasserversorgung zu privatisieren, hat es ja auch deutlich gezeigt. Das ist ja in einem Aufschrei der Bevölkerung ist es ja sofort untergegangen. Ja? Und das Gleiche müsste eigentlich auch beim Geld der Fall sein. Also ich würde eine öffentliche Geldversorgung mit genau den gleichen Argumenten fordern, mit denen ich auch eine öffentliche Wasserversorgung fordere. Und eine Staatstheorie des Geldes brauche ich dazu nicht, genauso wenig wie ich eine Staatstheorie des Wassers brauche, um die öffentliche Wasserversorgung zu fordern. Ja? Und ich möchte noch, ich habe leider heute das Buch nicht dabei, ich zitiere sehr gern den Wilhelm Röpke auf Jenseits von Angebot und Nachfrage. Da gibt es eine sehr schöne Sequenz, die endet, und es ist für einen Liberalen wie Röpke sehr bemerkenswert. Der Abschnitt endet mit der Feststellung, der Markt ist für letztendliche Fragen nicht zuständig. Kann jeder nachlesen. Bildet er das sehr genau ab und versucht abzugrenzen sozusagen, was marktwirtschaftlichen Prinzipien und der Konkurrenz unterworfen werden darf und was nicht. Also dringend die Bitte an alle, Röpke lesen. Deswegen hat er Krach gekriegt mit Hayek, weil Hayek hat gesagt, der Markt ist ein Gottesurteil. Danke, ich würde gerne an dem anschließen und eigentlich eine Gegenfrage stellen. Also es freut mich, dass so viele Ordoliberalen hier vertreten sind. Aber noch mehr freut es mich, dass die österreichische Schule erwähnt wurde. Und ich habe eine Frage an die Herren Hering und Professor Mayer. Angesichts der neuen technologischen Möglichkeiten, warum kehren wir nicht einfach zu einem Free Banking System zurück im neuen Gewande? Denn immerhin hat das Free Banking im 19. Jahrhundert, also vor der Gründung der Zentralbank, für Wohlstand und ich meine für eine kulturelle und intellektuelle Blüte in Europa und Amerika kreiert. Natürlich war die, sehr viel Armut, das ist mir schon klar, also das war politisch nicht alles in Ordnung, aber grundsätzlich von der Geld, von der Wohlstandsvermehrung war doch die Ära des Free Banking doch sehr erfolgreich, würde ich meinen, und warum kämen wir nicht einfach zu diesem Modell zurück mit den technologischen Möglichkeiten unserer Zeit? Dankeschön. Markt und Macht, würde ich sagen. Also das funktioniert alles ganz super, wenn das, was ich an der Uni gelernt habe, stimmt, dass die Märkte ganz prima funktionieren und keine Macht zulassen und auch keiner, der am Markt erfolgreich ist, sich das in Macht übersetzen kann, übersetzt auf die Banken. Ne? Das ist ganz super, wenn man die Banken gegeneinander laufen lässt und die sich unter Konkurrenz stellen und man sagt, wenn jetzt jemand das Geldmonopol erreicht, weil er das beste Geld geschaffen hat, ne, das ist ja damit zu rechnen, weil das ja starke Netzwerkeffekte hat, dann wird der von dieser potenziellen Konkurrenz, dass es immer irgendwelche Newcomer geben könnte, schon hinreichend unter Kontrolle gehalten, dass der auch keinerlei Macht entwickelt dadurch, dass er als einziger das Geld rausgibt, ist eine schöne Geschichte, aber mehr auch nicht. Das ist so abseitig wie nur was, diese Vorstellung, wenn man es durchdekliniert. Und deswegen verstehe ich nicht, warum so super intelligente Leute wie Murray Rothbard und Thomas Mayer da irgendwie drauf abfahren. Also ich würde jetzt die Machtfrage nicht mehr kommentieren. Ich glaube, Sie haben die unterschiedlichen Standpunkte durchaus gesehen. Ihre Frage zum Free Banking ist insofern interessant, als ich das ja im Prinzip, ich finde das ja eigentlich gut. Nur muss man auch sehen, dass das Free Banking natürlich im Goldstandard entstanden ist. Ne? Dann hat man also gesagt, ich lasse die Banken mal laufen, die dürfen machen, was sie wollen, aber hinterher müssen sie dann eben auch einstehen, ich lasse sie kaputt gehen. Ja? Das war so die Idee. Nun sind wir natürlich vom Goldstandard weit weg. Ja. Jetzt haben wir doch die Möglichkeit, insbesondere durch die technologischen Veränderungen, wir brauchen kein privates Schuldgeld mehr. Ne? Also im Free Banking ist das ja auch, wird das Geld als privates Schuldgeld erzeugt. Jetzt muss ich das ja gar nicht mehr. Jetzt kann ich das Geld ja direkt erzeugen über
sagen wir mal, über Blockchain-Technologie. Und wenn ich dann kein privates Schuldgeld, sondern Direktgeld habe, dann brauche ich auch kein Free Banking mehr. Denn dann setzt sich das privat erzeugte Geld am Markt durch. Und ich lasse jetzt die Machtfrage weg. Das ist aber die richtige Frage. Ja, schon, aber ich kann ja nicht mehr zu sagen, ich kann mehr tun, als zu sagen, dass ich es anders sehe als Norbert Hering. Ja? Ich habe auch noch mal eine Frage, und zwar geht es da auch um den Netzwerkeffekt. Also ich habe mich sehr gefreut, dass der schon behandelt wurde, auch von Ihnen, Herr Mayer, weil das ist so eine der größten Hürden, die ich im Moment gerade sehe. Ich habe das Buch von Christoph Käse über Silicon Valley gelesen, bin da das erste Mal darüber gestolpert und das hat mir vieles erklärt, muss ich wirklich sagen. Also gerade diese Internetökonomie, die wir jetzt gerade haben, diese Netzwerkökonomie, also für all diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen, im Prinzip kann man das sagen, durch ein Netzwerk setzt sich ein Monopolist durch, dadurch, dass einfach diese Monopolstruktur sich dadurch selbst füttert, dass die Dienstleistung kostenlos angeboten wird und dadurch eine solche hohen Eintrittsbarrieren geschaffen werden, dass Konkurrenz eigentlich gar nicht mehr zugelassen wird oder keine Chance mehr hat. Und da stellt sich mir die Frage, dadurch, dass Geld ein sehr monopolistisches Gut ist, also ein sehr homogenes Gut ist, da werden die Netzwerkeffekte wahrscheinlich so ziehen wie nirgendwo anders. Wie kann das mit privatem Geld dann vereinbar sein? Sie haben gesagt, Sie würden das lieber in private Händen geben, auch durch die, also auch in einer Netzwerkökonomie. Aber die nächste Frage, die ich mir dann stelle, wer rettet dann Institutionen, die solches Geld dann hinausgeben, wenn da irgendwas überschießend geschöpft wird, Geld überschießend geschöpft wird, Assetpreisinflation entsteht, so wie wir es kennen. Wer ist da dann die Instanz? Muss dann da doch der Staat wieder einspringen und so weiter? Also erste Frage, Netzwerkeffekt, ist das wirklich mit Privatgeld so sinnvoll oder soll man das nicht dann doch irgendwelchen staatlichen Institutionen geben? Und zweitens, wer rettet solche wichtigen Institutionen, die das Geld dann zur Verfügung stellen? Direkt da drauf? Ja. Ich meine, Sie haben jetzt diese Frage mit, möchte ich mal sagen, mit einer Stellungnahme eröffnet. Nämlich, dass Netzwerkeffekte zwingendermaßen zu Monopolstellungen führen und haben daraus dann abgeleitet, dass deshalb das Geld nicht privat hergestellt werden kann. Jetzt ist natürlich Ihre Ausgangsposition, muss ja auch hinterfragt werden, ist es tatsächlich so, dass Netzwerkeffekte immer zu Monopolen führen? Und ich würde das mal bezweifeln, dass das so ist. Das muss nicht so sein. So Unternehmen wie Google oder auch Facebook, die stehen unter immerwährendem Konkurrenzdruck. Wenn Sie sich das schauen, momentan hält sich Facebook dadurch im Markt, dass es versucht, möglichst jeden Wettbewerber aufzukaufen, der da kommt. Ja. Aber irgendwann wird es mal wieder verschwinden. Ich bin da, deshalb würde ich also Ihr Ausgangspunkt würde ich schon in Frage stellen. Die Netzwerkeffekte führen nicht zwingend zum Monopol, es gibt immer Veränderungen. Erster Punkt. Dann muss ich auch sagen, ich hatte ja auch schon gesagt, ich bin ja nicht derjenige, der sagt, Staatsgeld verbieten. Ja, das wäre ja ein Oxymoron. Sondern ich sage ja, lasst uns doch die Dinge gegeneinander laufen. Und wenn dann tatsächlich einer mit Netzwerkeffekten sich zum Oligopolrente schöpfen möchte, dann hat ja der Staat die Möglichkeit, dieses Geld dann günstiger anzubieten. Und dann war noch ein zweiter Punkt, habe ich jetzt nochmal. Ja, okay, schief geht. Ist relativ einfach. Solange wir privates Schuldgeld zulassen, was im Kreditgeldsystem ja das vorherrschende Phänomen ist, dann muss ja immer ein staatlicher Retter da sein. Ja? Es geht jetzt hier darum, dass wir privates Schuldgeld zulassen, das letztendlich in gesetzliches Zahlungsmittel umgetauscht werden kann. Und dadurch kommt die Notwendigkeit der staatlichen Rettung überhaupt auf. Wenn Sie aber originäre Geldemittenten haben, die kein Schuldgeld emittieren, ja, dann wird einfach schlechtes Geld dadurch aus dem Markt verschwinden, dass es abwertet. Das ist der Unterschied zwischen Schuldfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung. Ja. Schlechte Unternehmen verlieren einfach, deren Aktie verliert an Wert, ja, aber ihr
ihre Verschuldung, ihre ausstehenden Schulden, die können unter Umständen zu Bankrott führen. Ja. Aber das ist doch so. Wie bitte? Also ich finde das Aktivgeldkonzept unheimlich interessant, aber ein bisschen theoretisch. Bitcoin regelt es darüber, dass man Energie aufwenden muss, Computerenergie, um das irgendwie zu schaffen. Das ist nach allem, was ich gelernt habe, extrem energieaufwendig. Da wird also das Geldschöpfungsgewinn, der wird durch Energieverbrauch aufgefressen und ist insofern auch gar nicht tauglich, sich durchzusetzen, weil so viel Energie gar nicht da ist, dass wir jetzt alle unsere Zahlungen mit Bitcoin machen könnten. Insofern, wenn das ein Produkt ist, was Geldschöpfungsgewinn schafft, dass man also wirklich den Geldschöpfungsgewinn hat, wenn ich es mir praktisch vorstelle, dass Facebook oder Amazon das jetzt macht. Bei Amazon kann man sich leicht vorstellen, das sind Amazon-Warengutscheine, ne? Die können Geld werden. Da gibt's ja, was schiefgehen kann, ist halt, dass Amazon irgendwann nichts mehr liefern kann, weil sie das ganze Geld, was sie da gewinnen, verfrühstücken für riesen Dividenden oder sonst was. Aber warum sollen sie das machen? Also ich würde sagen, wahrscheinlicher ist, die müssen nicht gerettet werden, sondern die werden der neue Staat. Weil wenn der Staat kein Geld drucken kann und Amazon kann weltweit, das ist ein weltweiter Konzern, Geld drucken, das sind Riesenmengen und dann kaufen die Facebook, dann haben sie auch die Medienmacht und notfalls auch noch irgendwelche Printmedien, aber die werden sie nicht mehr brauchen. Und dann sind sie de facto die neue Regierung. Dann hat man auch wiederum staatliches Geld auf dem Wege, dass halt ein privater Konzern dann irgendwann so reich und mächtig wird. Wenn das... Genau. Mein Name ist Mario Wirth. Ich bedanke mich schon mal sehr für Ihre spannende Podiumsdiskussion. Und meine Frage ist, oder beziehungsweise Herr Huber, Sie hatten gesagt, dass ein Schlüssel zur Vollgeldreform darin liegt, dass wir irgendwie es hinbekommen müssen, ein Konto bei der Zentralbank zu bekommen, irgendwie, also dass wir an das Zentralbankgeld kommen. Und jetzt schließt sich meine naive Frage an, könnten wir nicht einfach uns eine kleine Genossenschaftsbank suchen? Alle Vollgeldmitglieder werden dort Mitglied und dann setzen wir einfach mit der Stimmmehrheit durch das, was wir heute Nachmittag in dem Workshop von dir gesehen haben, dass dann einfach alle Girokonten in ein extra Sondervermögen ausgelagert werden, in eine zweite Bilanz. Und dann hätten wir ja mal ein praktisches Beispiel, um das mal auszuprobieren. Mir egal, wer beantwortet. Vielen Dank. Wer hat am meisten Lust, diese Frage zu beantworten? Josef Huber, gut. Ja, also das Thema war schon, also es geht darum, Vollgeld oder sagen wir Zentralbankgeld, dass das Publikum Zentralbankgeld benutzen kann. Dass es also das Publikum Vollgeld nicht nur in Form von traditionellem Bargeld hat, sondern auch in Form von Geld auf dem Konto. Nicht? Technisch gibt es dafür mehrerlei Möglichkeiten, sich das vorzustellen. Die Idee, die Sie gerade ansprechen, ich glaube, das läuft darauf hinaus, dass eine Bank freiwillig eine 100% Reserve bei der Zentralbank anlegt. Und diese Bank beruht dann, wenn sie das als Einzelne tut, beruht dann auf dem, so ähnlich wie früher alternative Betriebe, die beruhen auf dem Goodwill ihrer Klientel. Weil die können nicht so Kostenwettbewerb nicht so dastehen wie die Konkurrenz, die eben keine 100% Reserve vorhalten muss. Und deswegen glaube ich nicht, dass so etwas zum Erfolg führt. Denn es ist ja auch die Vollgeldidee, ist ja nicht mehr eine 100% Reserveidee, sondern die Vollgeldidee ist der Gedanke, über das Reservesystem hinauszugehen. Und die Frage ist, gut, gibt es irgendeinen Übergangsmechanismus oder einen graduellen Parallelmechanismus? Aber ich glaube nicht, dass er erfolgreich sein wird, wenn man eine freiwillige 100% Reserve einführt, weil das den Banken nur zusätzliche Kosten bringt, im Kostenwettbewerb mit den Wettbewerbern, die eben keine solche Reserve vorhalten, freiwillig.
Und das würde wahrscheinlich nicht weit führen, außer über einen engen idealistischen Kreis hinaus. Aber das, deswegen glaube ich nicht, dass das weit führen würde. Ja, unter anderem. Ja. Also der Grund ist, dass ja, wir haben ja einen getrennten Geldkreislauf. Wir haben den Interbankenkreislauf und den Publikumskreislauf mit Chiralgeld. Und der Trick dieser ganzen Chiralgeldschöpfung beruht ja, oder Trick in Anführungsstrichen, darauf, dass die Reserven, das Interbankengeld zwischen den Banken, das zirkuliert tausende Male schneller als unser schwerfälliges Chiralgeld im Publikumsverkehr. Darauf beruht ja das ganze System, nicht? Und heute müssen, also in normalen Zeiten, nicht gerade wie diesen, wo man kein Habenzins mehr kriegt bei der Bank, aber normalerweise müssen die Banken schon einen Habenzins auf Spar- und Terminguthaben zahlen, manche auch auf Giroguthaben, auch kommt aufs Land an. Wenn die Banken jetzt zusätzlich noch für die Aufstockung von dieser Minimalreserve auf eine 100% Reservehaltung auf einem getrennten Kundensammelkonto das Geld aufbringen müssen, da geraten die ins Hintertreffen gegen die Konkurrenz. Die werden sich nicht behaupten. Ich meine, dazu alles vielleicht schließen, ja. Auch alles schließen außer den Zahlungsverkehr. Also einfach eine Bank suchen, die jetzt eh bald zumachen würde, dort reingehen. Ja. Eine kurze Bemerkung dazu, was Herr Huber sagte, stimme ich voll zu. Wir haben das mal durchgespielt mit einem Banker, mit einem Juristen. Es geht juristisch. Der Banker hat sich das angeschaut und dann kam er genau zu dem Schluss. Und das ist nicht passiert, denn wir wollten das machen. Aber vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Wir debattieren zurzeit eine europäische Einlagenversicherung. Man könnte eine europäische Einlagenversicherung dadurch herstellen, dass man ein sogenanntes sicheres Konto anbietet. Das heißt also, die Bank verpflichtet sich rechtlich, das dort eingezahlte Geld zu 100% bei der EZB zu decken. Ja. Dann würde man natürlich sagen, hier in Deutschland, was soll's, will ich nicht, ich lege es bei der Deutschen Bank ein, die kann eh nicht kaputt gehen, der Steuerzahler haut die eh raus und so weiter. Aber in vielen anderen Ländern wäre das nicht der Fall. Ja, wenn Sie so ein sicheres Konto anbieten in Italien, in Griechenland, in Spanien, da hätten Sie ziemliche Nachfrage. Das wollen die aber nicht. Also ich habe das diskutiert seit einiger Zeit, habe das auch mit Zentralbankern diskutiert. Da kommt kein sachlicher Einwand dagegen. Ja, sondern das heißt einfach, ja, ganz interessante Idee, aber dann sind wir nicht interessiert. Deswegen haben wir solche Tagesordnungen. Ja. Danke. Ich möchte nur eine kurze Frage an alle vier Herren stellen. Geld ist nicht Macht. Geld ist ein Stück Papier oder eine Zahl in einem Computer. Und Geld erfordert Vertrauen dem anderen gegenüber, dem ich es gebe oder von dem ich es bekomme. Und meine Frage einfach, wem würden Sie denn vertrauen oder welchem System? Wer soll die Frage beantworten? Herr Stiefmüller, ganz kurz bitte. Okay. Wem würden Sie vertrauen, Herr Stiefmüller? Gut, also ich meine, wir haben hier natürlich sehr diametral entgegengesetzt, die Standpunkte heute Abend schon gehört. Letzten Endes stellt sich die Frage ja, wem vertraue ich am meisten? Ich glaube, für die meisten von uns wird das wahrscheinlich sein, ich selber. Und welche Art von System entspricht dem potenziell am meisten? Ein System, an dem ich eine Mitwirkung habe. Wo habe ich eine Mitwirkung? Eine Mitwirkung habe ich in unserer Gesellschaft, und darauf sind wir eigentlich relativ stolz, über die demokratische Mechanismen. Und das ist das, was wir Staat nennen. Da möchte ich auch auf den Vorredner vielleicht noch kurz eingehen. Ich glaube sehr wohl, dass es eine Staatslehre oder ein Staatsrecht des Geldes durchaus erstens gibt und dass es dessen bedarf. Wie Sie sagen, dieses Vertrauenssystem, das eine Gesellschaft nicht nur in Geldfragen, sondern in allen gesellschaftlichen Fragen
zusammenhält, das muss auch auf das Geld ausgedehnt sein. Und die Art und Weise, wie das verhandelt wird, sind demokratische Prozesse. Daher, um jetzt also vielleicht auch nochmal auf die verschiedenen Modelle hier einzugehen und ohne jetzt notwendigerweise eines oder anderes, das eine oder andere rückhaltslos zu unterstützen, sicherlich ist der Staat das Vehikel für mich als Person und Bürger, an einem solchen Prozess im Rahmen meiner Möglichkeiten mitzuwirken. Diese Möglichkeit möchte ich einfordern, die soll mir gegeben werden. Und hier gibt es auch eine Abwägung. Nicht jeder Bürger ist Experte, aber mit dem Bezug auf das Expertentum und mit der Hoffnung auf kompetente Technokraten, zum Beispiel in einer staatlich beliehenen Institution wie einer Zentralbank, soll die demokratische Legitimation im Rahmen dieses Prozesses nicht aufgegeben werden. Sprich, wer auch immer eine Art Geldregal ausüben will, braucht einen demokratischen, einen engen demokratischen Rückkopplungskreislauf und Kontrolle. Ich würde Ihre Frage gerne ganz konkret beantworten, also Situation hier und jetzt. Das heißt, hier als Bürger des Euroraums. Als Bürger des Euroraums habe ich momentan, ich nenne das mal etwas salopp, staatenloses Bürokratiegeld. Alle diese Dinge, dass da ein Staat das Geld herausgibt, stimmt ja nicht. Wir haben ja Geld, das von Bürokraten herausgegeben wird, die offensichtlich ja nicht staatlicher Kontrolle unterliegen, weil es keinen Eurostaat gibt. Und insofern ist Ihre Frage relativ einfach zu beantworten. In diesem Umfeld würde ich privatem Geld mehr vertrauen als staatlichem Geld, was ja gar nicht existiert. Wir haben kein staatliches Geld, so wie wir das hier besprechen. Gibt es ja gar nicht. Wir haben Bürokratiegeld. Gold. Aber nicht nur. Ja. Also die Frage klingt für mich so ein bisschen wie, also ich schenke Vertrauen aus Liebe. Und das ist nicht unbedingt der Fall. Ich habe manchmal oft Vertrauen in Dinge, wo ich weiß, da ist Macht. Zum Beispiel, es gibt einen Rechtsstaat, der die Macht besitzt, das Recht auch durchzusetzen. Wenn ich das erlebe, dann habe ich Vertrauen in die Ordnung, die besteht. In das Geld, das wir haben, habe ich kein Vertrauen. Ich muss es aber trotzdem benutzen, weil ich Zwängen unterliege. Ich kann nicht einfach aussteigen und sagen, euer Geld gefällt mir nicht. Ich muss es benutzen, weil zu Bitcoin habe ich auch kein Vertrauen. Ja, so. Also dann haben sie gesagt, Geld ist nicht Macht. Nee, Macht ist es nicht, aber Geld gibt Macht. Geld gibt Kaufkraft. Nicht? Hahn auf oder zu. Geld ist eine Anweisung auf Güter und Dienste, die es für Geld zu kaufen gibt. Und als Vermögenstitel erlaubt es mir, diese Kaufkraft in der Zeit wenigstens ein Stück weit aufzuheben. Also Geld ist, glaube ich, dem gesellschaftlichen Instrument des Anweisens, des Befehlegebens, das auf Gewaltmonopol beruht, das zweitwichtigste Machtausübungsinstrument, die unsere Gesellschaft überhaupt kennt. Ist Geld. Geld ist ein formidables Machtmittel, nicht? Und ob ich jetzt Vertrauen in ein Geld habe, das hängt von vielen Faktoren ab, ne? Also erstens von der Geldordnung, wer sie gewährleistet. Ist Bitcoin in der Lage, wenn Bitcoin in die Krise kommt, ist dieses ominöse Netzwerk in der Lage, die Krise zu überleben? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass letzten Endes im Sinne der staatlichen Theorie des Geldes, wenn alles schief geht, dann muss ein Staat entweder eine Währungsreform durchführen oder für das Geld gerade stehen auf irgendeine Art und Weise. Aber wir haben keinen Euro-Staat. Ja, richtig. Das ist völlig zutreffend, nicht? So. Also von daher ist das die Frage mit dem Vertrauen. Die heutige Vertrauensforschung der Soziologie ist meines Erachtens ein bisschen zu blauäugig. Es fehlt darin gerade das Element der institutionellen Ordnung und der Macht. Weil Vertrauen hat letzten Endes damit viel zu tun. Also man muss ja nicht seinem Nachbarn vertrauen, der einem Geld gibt, wie Sie sagten, ne? Dem muss ich nicht vertrauen, ich muss dem Geldschein vertrauen. Und für mich ist
halt Geld, nur dieser Geldschein, und das andere ist ein Auszahlungsversprechen auf diesen Geldschein, und von daher würde ich Thomas widersprechen, warum soll ich der Bank mehr vertrauen, die erst einmal selber liquide bleiben muss und flüssig, und dann, selbst wenn sie das bleibt und der Geldschein nichts mehr wert ist, dann ist ja das Auszahlungsversprechen der Bank auf diesen Geldschein erst recht nichts mehr wert. Also insofern, aber auch wenn es keinen Staat gibt, wenn ich den Euroschein kriege, da bin ich eigentlich schon ganz zufrieden mit, weil ich sagen würde, also die privaten Alternativen, die es gibt, ne, die letztlich ja nur ein Versprechen auf Euroscheine sind, die sind dann noch viel windiger. Also würde ich sagen, wenn der Schein nichts mehr wert ist, dann sind die anderen Geschichten auch nichts mehr wert. Naja, ganz kurz darauf. Wenn man so argumentiert, dann müsste man eigentlich eher Dollar halten oder Schweizer Franken, denn das ist wenigstens Staatsgeld. Aber wer nimmt man die hier ab? Ja, aber sicher, natürlich, das ist Staatsgeld. Ja, Dollarscheine, natürlich. Ja, aber logisch, was denn sonst? Die Federal Reserve ist ja kein privater Geldemittent. Das ist ja eine Agentur des Staates USA. Bitte? Das sieht Herr Trump ganz anders. Ist das an? Ja. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Basisinfrastruktur, die Eberhard Gamm angesprochen hat. Irgendwie, ich kann mich erinnern an die erste Stunde Wirtschaftslehre, da hieß es, was macht Wirtschaft? Die befriedigt die Grundbedürfnisse des Menschen. Die kennen wir alle. Du hast Wasser erwähnt, wir brauchen Essen, wir brauchen also Grund und Boden, was damit zusammenhängt. Wir brauchen das Dach über dem Kopf und dann haben wir noch unsere sozialen Bedürfnisse. Also wir holen eigentlich unsere Grundbedürfnisse aus Grund und Boden und Wasser gehört dazu. Und ich finde, Geld ist nun mal heute, da wir nun mal in einer urbanisierten Welt leben, das Mittel, was du ja so schön gesagt hast, mit dem wir existieren. Und deswegen denke ich, wir haben uns in Staaten organisiert heute, deswegen können wir es nicht der privaten Wirtschaft überlassen. Also das ist für mich ein völliges Unding. Hier kommt... Also ich habe jetzt eine ganz andere Frage Richtung gegenwärtige Marketing, mögliche Marketingstrategie von der Vollgeldinitiative oder rein Geldsystem-Diskussionsinitiativen, weil wir diskutieren ja immer darüber, okay, wer weiß über das Geldsystem Bescheid, ein paar Wirtschaftswissenschaftler, Banker, das war's, also nicht einmal die Masse der Betriebswirte oder Volkswirte weiß über das Geldsystem Bescheid. Und wir reden darüber, dass das Geldsystem oder das Finanzsystem der Realwirtschaft zu dienen hat. Und ich stelle mir immer die Frage, wie würde die Realwirtschaft, sagen wir die Großunternehmen, die IHK, der Mittelstandsverband, Stellung nehmen? Ich weiß es nicht, einfach nur eine Frage an die Runde. Wem würden die zustimmen? Zu einer Vollgeldinitiative würden die sagen, nein, das Geldsystem soll so bleiben, wie es ist. Wie würden die agieren? Also der Chefvolkswirt von der DIHK, der hat mich schon vor geraumer Zeit wegen dem, was ich so geschrieben habe, gesagt, ich soll doch da mal vortragen, das ist alles so interessant. Ist natürlich nicht dazu gekommen, zu der Einladung habe ich auch nicht damit gerechnet, wirklich. Den Unternehmen ist das sehr bewusst, wie heikel das ist, weil die ja alle standardmäßig mehr als 100.000 Euro auf dem Konto haben müssen, um ihre Löhne zu zahlen und so. Von daher, die wissen schon, dass das heikel ist und die hätten gerne ein sicheres Konto irgendwo. Siemens hat deswegen eine Bank gegründet. Also das war erklärtermaßen der Hauptgrund. Die wollten ihr vieles Geld, die haben besonders viel, weil sie ja auch letztlich so eine halbe Bank sind, schon waren auch vorher. Die wollten das irgendwie sicher anlegen und Talangs wollte deswegen ein Konto bei der Bundesbank, hat geklagt und verloren und so gibt es viele, die das so sehen. Ich würde gern Informationen geben in der Frage. Also ich habe vorhin gesagt, dass in der Schweiz die großen öffentlichen die Staatsorgane sich gegen eine Vollgeldreform ausgesprochen haben, aber mit welcher Begründung? Mit gar keiner. Also es gibt keinerlei inhaltliche Begründung. Hat sich keiner hingestellt, weder vom Bankenverband noch von der Regierung noch von der Nationalbank, hat sich keiner hingestellt und hat gesagt, das sind dumme Ideen. Hat sich keiner hingestellt, hat gesagt, es kann nicht funktionieren.
Es hat interessanterweise sich auch keiner hingestellt und hat gesagt, wir haben ein super System, das tadellos funktioniert und damit sind wir glücklich, hat auch keiner gesagt. Sondern das Argument, das vorgebracht wird, sind zwei. Erstens, das ist ein Experiment, von dem wir nicht wissen, wo es hinführt. Das ist so ein Experiment und so weiter. Ich persönlich, aus meiner Sicht, ist es übertrieben. So ein Riesenexperiment ist es gar nicht, aber es ist ein anderes Thema. Also das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist, wir Schweizer wollen nicht das Versuchskarnickel sein. Das soll jemand anderer machen und wenn das in 10 Ländern gut läuft, dann machen wir es auch. So, ja, das sind die zwei Argumente. Es ist ein Experiment, vor dem wir uns fürchten. Wir wissen nicht, wie es ausgeht und wir sind risikoscheu. Und zweitens, die Schweiz schon mal gar nicht, uns ist der Finanzplatz teuer, unsere Banken haben nationalen Heldenstatus und wenn es die Amis machen, dann machen wir es auch. Ja, ja, also deren Sprachrohre, es gibt da zum Beispiel ein Think Tank namens Avenir Suisse, danke, ja genau, also die verlautbaren das dann dementsprechend. Ganz kurzer Kommentar dazu. Sie sind ja alle mehrheitlich für Staatsgeld, also staatliches Vollgeld, Herr Huber ja auch. Wenn aber ausgerechnet alle Staaten das nicht wollen, ja, dann muss doch die Hürde für Sie enorm hoch sein, da hinzukommen. Dann wäre ich doch eher für privates Vollgeld. Ich hab noch eine Frage an Herrn Dr. Meyer. Und zwar, Sie sind ja beim Flossbach von Storch Research Institut. Flossbach von Storch ist ja eine Fondsgesellschaft, die sich in den letzten, vor allen Dingen 10 Jahren so gegründet hat oder entwickelt hat. Sie haben, was ich glaube, 25 Milliarden verwalten Sie oder ein paar mehr. In diesen Fonds sind Cash-Reserven. Wo hält Flossbach von Storch dieses Cash-Geld, also dieses Bargeld, bei welchen Banken? Und 100.000 sind ja nur die staatliche Einlagensicherung. Bin ich mein Geld als Fondsanleger los dann oder dieses Cashgeld, was innerhalb des Fonds ist? Sie sprechen da ein sehr wichtiges Problem an. Wir halten dieses Geld bei unserer Depotbank, das ist eine in dem Fall öffentliche Bank ist, also in öffentlichem Besitz, aber trotzdem eine Bank, nicht, mit Giralgeld. Wir bezahlen da drauf minus 0,4%. Das heißt also, für alle Fondsinhaber, ja, die Anteilsscheine haben von Investmentfonds, die zahlen alle auch schon Negativzinsen, nur kriegen sie den Auszug nicht. Ja. Also sie zahlen es über ihre Vorbeteiligungen. Und uns macht das in der Tat Sorge. Deshalb haben wir beschlossen, dass wir als Versicherung, ja, gegen eine Pleite des Euro eben halt auch entsprechend Goldbestände in diesen Fonds drin haben. Aber wir leben mit diesem Risiko und wir können es nicht, wir kommen nicht los davon. Wir können dieses Geld nicht in 100.000 Einheiten stückeln. Ja? Sie haben die Zahl genannt. Ja? Und wenn Sie sich überlegen, wenn da auch nur ein paar Prozent davon als Cash-Reserve gehalten werden, Sie bringen das nicht in 100.000 Einlagen unter. Geht nicht. Und so geht es vielen großen Unternehmen auch. Nicht alle. Daimler hat zum Beispiel keine Bank. Ja? Ich weiß nicht, wo die ihr Geld liegen haben. Vermutlich bei der Deutschen Bank in der Erwartung, dass die Deutsche Bank sowieso rausgeschlagen werden muss. Ich möchte die Diskussion an dieser Stelle jetzt schließen und hoffe, dass wir sie fortführen können beim Abendessen und würde jetzt gerne Klaus Kabert das Mikro geben für das Schlusswort, der uns, glaube ich, noch was Interessantes anzukündigen hat. Für die charmante und kenntnisreiche Moderation. Das war sehr schön. Auch an das Podium und auch an Sie alle, die sehr geduldig ausgeharrt haben und auch engagiert mitdiskutiert haben.